Hier ist die neue Ausgabe von HDM Newstime. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hallo und willkommen. Heute erfahrt ihr wieder alles Wichtige rund um die Hochschule der Medien. Außerdem haben wir spannende Informationen und Tipps zu Stuttgart. Wie zum Beispiel das internationale Trickfilmfestival. Aber dazu später mehr. Ganz genau, und jetzt geht's erstmal los mit allen Themen rund um die HDM. Sag mal, Julie, weißt du denn, was LGBT bedeutet? LGBT ist die Abkürzung für Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender. Ganz genau, und zu diesem Thema veranstaltet das Rainbow Café der VS vom 9. bis 12. Mai die Queer Media Days hier an der HDM. Dort erwarten euch unter anderem Vorträge rund um die Themen Diversität in den Medien mit einer anschließenden Diskussionsrunde. Außerdem gibt's passend dazu einen Poetry Slam und das HDM-Kino Filmrausch zeigt euch den Film The Imitation Game. Abschließend dann die Hashtag VollGayParty im Romy S hier in Stuttgart. Ziel der Veranstaltung ist es, mehr Bewusstsein und Aufklärung über LGBT zu schaffen. Wie eben schon erwähnt, läuft am 11. Mai The Imitation Game und am 25. Mai gibt es den Film Wild Target, unter anderem mit Rupert Grint. Und am 1.6. zeigt der Filmrausch Wir sind jung, wir sind stark. Passt ziemlich gut zur aktuellen Flüchtlingskrise, denn der Film thematisiert die Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen im Jahr 1992, bei denen Rechtsextreme unter anderem gegen eine Aufnahmestelle für Asylbewerber vorgingen. Julie, dein Bachelorstudium neigt sich ja auch langsam dem Ende zu. Wie geht's denn bei dir eigentlich weiter? Im Endeffekt gibt's nur drei Möglichkeiten. Entweder ich fange an zu arbeiten oder ich reise einmal um die Welt oder fange an mit dem Master. Gute Idee. Passend dazu gibt's hier an der HDM am 13. Mai den Master-Infotag. Dort könnt ihr euch über alle Masterstudiengänge hier an der Hochschule der Medien informieren. Und da ist mit Sicherheit auch was Passendes für dich dabei. Genau, da werden nämlich alle Fragen rund um die Masterstudiengänge geklärt. Also auch für euch, wenn ihr daran interessiert seid. Und ich würde jetzt sagen, jetzt wird es mal Zeit für ein Selfie. Jawohl, Hashtag Selfie-Time. Das brauchen wir nämlich für Instagram und Snapchat. Das ist nämlich das neue Facebook. Genau, Facebook ist nämlich sowas von 2015. Das haben sich auch zwei Masterstudentinnen hier an der HDM gedacht. Und die nehmen euch jetzt ab sofort mit bei Snapchat und Instagram hier an den HDM-Campus. Genau, aber schaut doch einfach mal selbst. Seit Anfang dieses Semesters versorgen uns die zwei Masterstudentinnen, Verena und Isabella, mit ihrem Account HDM Campus auf Instagram und Snapchat mit Infos rund um spannende Projekte an der HDM, aber auch mit Insider-Tipps rund um Stuttgart. Und wir wollen wissen, was hinter dem Ganzen steckt und schauen jetzt mal, ob wir die beiden hier erwischen. Ach, schaut mal, ich glaube, wir haben sie entdeckt. Ihr seid also die zwei hinter HDM Campus. Wer seid ihr denn und was studiert ihr? Wir sind Isabella und Verena und wir studieren Medienmanagement im Master hier im zweiten Semester. Okay. Und auf HDM Campus postet ihr jeden Tag Projekte von anderen an der HDM oder auch von euch. Und wie seid ihr auf das Ganze überhaupt gekommen und was steckt genau hinter dem Projekt? Ja, die Idee hatten wir eigentlich schon, also wir sind jetzt im zweiten Semester eben, hatten wir schon im ersten Semester, weil wir eben gesehen haben, dass es nicht so einen Account gibt, Instagram-Account gibt für die Studenten, von Studenten. Und konkret die Umsetzung hat circa vor einem Monat, glaube ich, hat die begonnen. Und das machen wir im Rahmen eines Tutoriums bei Professor Herrn Eichsteller. Genau. Und dahinter steckt eigentlich, dass wir andere inspirieren wollen, zeigen wollen, wie das Campusleben hier an der HDM aussieht. Wir wollen anderen zeigen, was es in der Stadt hier in Stuttgart für tolle Möglichkeiten gibt, was es für tolle Plätze gibt, was sie erkunden können. Und wir wollen gegenseitig von dieser Community, die wir mit dem Account aufladen wollen oder aufbauen wollen, ja, gegenseitig voneinander lernen. Okay. Und wo soll das Ganze noch hingehen? Also was ist da noch so euer Ziel? Unser Ziel ist es, dass wir auf jeden Fall eine hohe Interaktion haben zwischen den Studenten. Also wir sind da nicht rein zahlengetrieben, sondern uns ist es viel wichtiger, dass wir wirklich eine Community aufbauen, in dem eben Studenten mit uns interagieren, wir mit ihnen interagieren, man sich gegenseitig Tipps gibt. Wir fragen auch öfters, was macht ihr am Wochenende, und können uns da eben gegenseitig einfach inspirieren. Und wir stellen auf Snapchat, stellen wir auch immer Personen vor mit Projekten, und dadurch kann man eben die ganzen Gesichter einfach von der Hochschule zeigen. Weil wir eben finden, dass gerade hier an der Hochschule der Medien so viele tolle Projekte sind und man das aber gar nicht mitbekommt, weil jeder nur in seinem eigenen Studiengang ist, und wir wollen diese tollen Projekte eben auch den anderen vorstellen. Und ihr postet ja wirklich super regelmäßig. Was motiviert euch denn da, dass ihr das wirklich schafft, jeden Tag was zu posten? Man kann sagen, wir haben auf jeden Fall eine Menge Spaß dabei. Also das ist lange kein
klassisches Tutorium mehr, in dem wir im Prinzip einfach nur unsere Arbeit ableisten, sondern es ist wirklich, macht eine Menge Spaß, Geschichten zu teilen von anderen Studenten, für andere Studenten oder für unsere Follower. Und wir haben auch selber gemerkt, dass wir viel offener durch die Welt gehen. Also wir haben jetzt hier, wo wir gerade saßen, haben wir zum Beispiel hier oben, werden wir jetzt dann auch noch ein Bild machen, weil es einfach schön ausschaut und ja. Okay. Und warum soll man euch jetzt folgen auf Instagram und Snapchat? Uns soll man folgen, weil man über uns mitbekommt, wie es eigentlich cool ist, hier an der Hochschule der Medien zu studieren. Weil man hier über uns mitbekommt, wo man in Stuttgart gewesen sein muss, wo man hingehen muss, was man gesehen haben muss und was für tolle Projekte und Studenten hier an der Hochschule der Medien sind. Okay. Wenn man also das Campusleben hier an der HDM live miterleben will, sollte man den zwei definitiv folgen. Falls euch was an eurem Studium oder allgemein an der HDM stört, dann könnt ihr das ab dem 30.05. bei der Lehrevaluation loswerden. Nutzt eure Chance und macht mit, aber denkt dran, nur konstruktive Kritik. Ob und in welcher Form die Aktion Mensa@HDM, über die wir bereits in der letzten Sendung berichtet haben, weitergeht, das wird am 2. Mai in der nächsten VS-Ratssitzung entschieden. Denn bis Mitte April wurden schon über 500 Essen bestellt und geliefert. Die Aktion wird also durchaus sehr gut angenommen hier an der HDM. Also mal abwarten, wie es damit weitergeht. Vom 26. April bis zum 1. Mai fand wieder das internationale Trickfilmfestival in Stuttgart statt. Wir haben uns für euch vor Ort umgeschaut und ein paar Impressionen eingefangen, aber seht selbst. Wir befinden uns hier auf dem Stuttgarter Schlossplatz, denn hier verwandelt sich Stuttgart jedes Jahr in das Zentrum für Animation und digitales Entertainment. In den umliegenden Kinos gibt es Preisverleihungen, kleine Kinovorstellungen und auch Galas. Und ganz großes Highlight ist hier die Open-Air-Kinowand, auf der unter anderem auch Star Wars oder die Peanuts laufen. Und wir gehen jetzt mal ein paar Eindrücke für euch sammeln. Parallel zur ETFS findet hier hinter mir gerade im Haus der Wirtschaft die FMX statt, eine Fachkonferenz zu Animation und visuellen Effekten. Große Namen befinden sich nun hier, darunter zum Beispiel der VFX-Supervisor vom neuen Star Wars. Sie klären hier einige Fragen, erzählen ein bisschen aus dem Nähkästchen bei ihrer Produktion. Heute ist der 4. und letzte Tag der FMX und deswegen schauen wir doch gleich mal rein. Hier drüben war gerade ein Vortrag von Paul Norris, welcher den Oscar für die VFX von Ex Machina gewonnen hat. Er hat ein bisschen über die Postproduktion geredet und wie exakt Ava zum Leben erweckt wurde. Das Ganze durften wir aber leider nicht filmen, das findet ihr sicherlich auch auf YouTube irgendwo. Was wir aber filmen dürfen, sind hier die VR-Brillen gleich nebendran und die testen wir doch gleich mal aus. Hier bei uns am Stand kann man die VR-Brille von Valve testen, die HTC Vive. Und hier kann man dann eben in einem 3D-Raum einfach zeichnen, verschiedene Brushes ausprobieren, die Farben einstellen und wenn man was gezeichnet hat, dann auch eben um seine Zeichnung herumlaufen und sich alles angucken. Das Ganze ist so, dass man sich das umsonst runterladen kann, wenn man eben eine Vive besitzt. Ja, das war gerade das totale Highlight von der FMX hier. Und zwar konnte man sich hier in einem 5x5 Meter Raum ungefähr voll tracken lassen, den ganzen Körper, zu zweit sogar. Und man hat sich dann virtuell eben mit dieser virtuellen Realität in dieser Brille dann gesehen, konnte sich dann gegenseitig die Hand schütteln und alles. Es war alles verblüffend echt. Das Ganze ist leider nur für Veranstaltungen wie diese programmiert worden. Das heißt, man wird es nicht zu Hause irgendwie nachspielen können. Aber es war schon alles ganz geil. So, das war's auch schon wieder von der FMX und von der ETFS. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, vor allem die VFX-interessierten AM-Studenten, für die ist diese Veranstaltung auf jeden Fall ein Muss. Für die anderen, die könnten sich vielleicht eher für die ETFS interessieren, die ist ein bisschen weniger fachorientiert. Ich würde mir auf jeden Fall für beides nochmal ein Ticket holen und damit zurück ins Studio.
Festival verpasst? Keine Sorge, 2017 findet das nächste Festival statt. Aber kommen wir nun zum nächsten Highlight. Direkt hier in Stuttgart vor unserer Hausführung bzw. am Schlossplatz findet nämlich am 13. bis zum 16. Mai das 8. SWR Sommerfestival statt. 4 Tage Kino, Konzerte und Party, unter anderem mit Ray Garvey, Namika und dem Newcomer Joris, der im letzten Jahr die Charts mit Herz über Kopf aufgemischt hat. Außerdem wird der Bodensee-Tatort gezeigt, direkt im Open-Air-Kino am Schlossplatz. Zudem veranstaltet das Ding wieder 2 fette Partys, hier in Stuttgart in der Muttermilch und im Kowalski. Also wenn euch eine dieser Veranstaltungen was zusagt, dann kauft euch doch Tickets. Alle Informationen findet ihr online. Das war's auch schon wieder von uns. Alle Infos zu den Veranstaltungen gibt's wie immer in der Infobox. Und wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.